Liebe Zuseher, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von HackTV. Wir berichten heute live aus der Aula der Fachhochschule Campus 02, wo sich heute Top-Unternehmer aus der ganzen Steiermark, Verantwortliche der Wirtschaftskammer und Repräsentanten und Schüler diverser steirischer Handelsakademien eingefunden haben. Grund dafür ist die Initiative Hack Forward, die heute im Rahmen einer Kick-Off-Veranstaltung offiziell eröffnet wurde. Ziel dieses Projekts ist es, die Kooperation zwischen den steirischen Handelsakademien und Wirtschaftstreibenden der Sparte Information und Consulting langfristig zu verbessern und zu intensivieren. Wie das genau ablaufen soll, welche Ziele damit verfolgt werden und wie sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Unternehmerinnen und Unternehmer davon profitieren können, das erfahren Sie jetzt exklusiv auf HackTV. Sie, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, leisten hier einen wesentlichen Beitrag zu einem modernen und zeitgemäßen Unterricht. Es ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, auch für die steirischen Unternehmer, dass man qualifizierte Kräfte findet, Fachkräfte findet. Wie wird die Umsetzung des Projekts Hack Forward jetzt ganz konkret aussehen? Naja, das Projekt soll so aussehen, dass Schülerinnen, die ihre Diplomarbeit, die sich ihr Thema suchen, die schon zum jetzigen Zeitpunkt einen Betrieb der Sparte Information und Consulting zugeteilt sind, mit der Thematik, die in diesem Betrieb passt, ihre Diplomarbeit im Betrieb, also auch in der Praxis erarbeiten. Das wollen wir dann der breiten Öffentlichkeit über die Wirtschaft und über den Schulbereich hinaus den Steirerinnen und Steirern dann auch präsentieren. Und ich denke, dass es ist eine Win-Win-Situation für die Jugend und für die Bildungseinrichtungen und für die Betriebe. Welche Ziele sind denn mit diesem Projekt verbunden? Ja, ich glaube, Ziele verbunden sollten im Grunde genommen so rauskommen, dass das sind unsere Leute der Zukunft, die Schüler der Zukunft, und wir brauchen solche Leute und die müssen sich ganz einfach so früh als möglich in der Praxis integrieren. Welche Chancen werden sich denn für die Schülerinnen und Schüler dank dieses Projekts ergeben? Die Chancen für die Schülerinnen und Schüler sind sehr, sehr vielfältig. Das Netzwerk der Firmen, in denen sie jetzt teilnehmen können bei den Hack Forward Awards, sind sehr, sehr groß. Also das Netzwerk ist sehr umfassend. Und vielleicht ergibt sich daraus auch eine längerfristige Kooperation für Sie, dass Sie sehen, welcher qualifizierte Nachwuchs da auf den Arbeitsmarkt drängt.